Moskau im Kalten Krieg. Es war 1967, der Beginn der frostigen Brezhnev-Ära. Am Abend des 6. März betritt eine Russin die amerikanische Botschaft in Neu-Delhi und bittet um Asyl. Niemand konnte wirklich Russisch. Sie wolle überlaufen, sagt, sie sei Stalins Tochter. Aber wer war sie wirklich? Die echte Tochter Stalins? Es ist wirklich Svetlana Alilujewa. Sie wird ausgeflogen in Begleitung eines CIA-Agenten. Keiner hat wirklich geglaubt, dass sie aus freien Stücken weggegangen ist, sondern dass entweder das CIA dahinter steckt oder der KGB. Für die sowjetischen Machthaber eine empfindliche Niederlage im Propagandakrieg mit den USA. Sie versuchten alles, Svetlana abzuhalten. Eine Möglichkeit war, sie zu töten. Die Ankunft von Stalins Tochter in New York ist eine Sensation. Es war ein Sieg. Ein Sieg der Freiheit. Svetlana, die Kreml-Prinzessin. Wie wurde aus dem Lieblingskind des Roten Zaren die berühmteste Überläuferin des Kalten Krieges? Sie wollte nicht im Schatten seiner grausamen Geschichte leben. Das Reich des Roten Zaren. Josef Stalin, verehrt und mehr noch gefürchtet. Verantwortlich für Millionen Tote. Er ist Vater von zwei Söhnen und einer Tochter. Svetlana. Dieser Name hat sie daran gehindert zu leben. Er hat sie verfolgt. Jeder hat mit dem Finger auf sie gezeigt. Seht her, da kommt sie. Hier zeigt sich das menschliche Antlitz des blutigen Diktators. Als stolzer Vater seiner geliebten Tochter Svetlana. In Anton Tschechows Werk Die Möwe gibt es einen sehr weisen Gedanken. Sei in der Lage, dein Kreuz zu tragen und glaube. Ja, es ist ein Kreuz. Svetlana trug dieses Kreuz. Das ist sehr schwierig, besonders für einen Menschen wie sie. Sie war ein zarter Mensch, klug und tiefsinnig. Dann ist das Kreuz doppelt so schwer. Väterchen Stalin nennen die Menschen in der Sowjetunion den blutigen Diktator an der Spitze. Der Personenkult um ihn kennt keine Grenzen. Stalin ist ein Mythos. Er hat sich schon vor langer Zeit in einen Mythos verwandelt. Er war ein harter und grausamer Mensch. Ich denke, er hat ein Leben gelebt, das seinen Charakter in eine bestimmte Richtung geformt hat. Sein Leben als Marxist, sein Beitritt in die Partei als junger Mann, seine Festnahmen, die Verbannungen und immer wieder auf der Flucht. All das hat ihn als Menschen geformt. Jussup Tschugaschwili wird als Sohn eines Schuhmachers in Georgien geboren. Als Josef Stalin, der Stählerne, gehört er nach und nach zum engsten Kreis der marxistischen Revolutionäre. In der ersten Reihe steht er nicht. Das wird sich ändern. Im Januar 1924 wird der Kopf der russischen Revolution, Wladimir Iljitsch Lenin, zu Grabe getragen. Noch kurz zuvor hat er vor Stalins Ehrgeiz gewarnt. Die möglichen Nachfolger versammeln sich am Sarg. Der Kampf um Lenins Erbe hat begonnen. Er war eine unauffällige, blasse Gestalt zwischen den markanten und charismatischen Menschen wie Lenin, Trotzki, den wahren Führern der Revolution. Er war ruhig und hinterlistig.
ein unauffälliger Funktionär. Dass Stalin zum unumschränkten Herrn des Kreml wird, verdankt er auch Svetlanas Mutter. Seine zweite Ehefrau, Nadeschda Aliloyeva, war nicht nur die Sekretärin, sondern auch eine enge Vertraute Lenins. Es hat Stalin sehr geholfen, dass sie bei Lenin gearbeitet hat. Er wusste alles, was dort geschah. Svetlanas Mutter Nadeschda ist erst 16 Jahre, als sie sich in den mehr als 20 Jahre älteren Stalin verliebt. Er ist ein Freund der Familie. Er hat sie geliebt, hat ihr vertraut, hat sich mit ihr beraten. Lange hat sie ihm sehr nahe gestanden. 1921 wird der gemeinsame Sohn Wassili geboren. 5 Jahre später Svetlana. In einem ihrer ersten Interviews 1967 in den USA erinnert sie sich. The same person who was merciless to his political enemies, he could be at the same time rather kind and tender with his favorite child. Everything was there. Cruelty was there and sending fruits and writing tender letters to his daughter was also there. Im Moskauer Zentralarchiv sind die Blaupausen unbekannter Briefe von Josef Stalin an Svetlana aufgetaucht. Sie zeugen von einer liebevollen Beziehung zwischen Vater und Tochter. Zum Beispiel 1931. Im Befehl Nummer 3 fordert die damals 5-jährige Svetlana ihren Vater auf, mit ihr ins Kino zu gehen. Eine amerikanische Komödie. Der Diktator unterschreibt: Ich gehorche der Herren, Josef Stalin. Hinter den Mauern des Kreml leben die Führer der noch jungen Sowjetunion Tür an Tür. Svetlanas Mutter Nadeschda will nicht nur die Ehefrau Stalins sein. Nach der Geburt ihrer Tochter beginnt sie zu studieren. Mein Vater hat mit ihr studiert. Sie hat es so angestellt, dass viele in der Akademie gar nicht wussten, wer sie war. Sie ließ ihr Auto mehrere Blocks entfernt stehen und ging zu Fuß. Mein Vater hat mir erzählt, dass sie eine lange Zeit einfach nur Nadenka für ihn war. Sie war sehr schön und sehr weiblich. Die Männer haben für sie geschwärmt. Svetlanas Mutter will beim Aufbau des Sozialismus aktiv werden. Einer ihrer Studienfreunde ist der Nachfolger Stalins als Chef der Kommunistischen Partei. Nadeschda stellt Nikita Chruschtschow ihrem Mann vor. Mein Vater war ein Parteisekretär. Er musste sie beaufsichtigen. Sie kam zu ihm und hat um Rat gefragt. Sie hat nie gezeigt, dass sie Stalins Ehefrau war. Als er bei Stalin eingeladen war, war er fast überrascht, sie als Stalins Ehefrau zu sehen. Sie sei ganz anders gewesen. Ab 1927 ist Svetlanas Vater der uneingeschränkte Alleinherrscher über die Sowjetunion. Gnadenlos treibt Josef Stalin die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft voran. Rücksichtslos bricht er den Widerstand der Bauern. Millionen Menschenleben fordert eine Hungersnot. Im Kreml selber war davon nur unter vorgehaltener Hand was zu hören. Nachdem die Nadeschda aber an die Universität gehen konnte und dann erfahren hat, dass Kinder an den Straßen stehen und betteln, dass Menschen vor Hunger sterben, und als sie damit zu Stalin kam und ihn zur Rechenschaft ziehen wollte oder ihm diese Fragen stellte, da rastet Stalin total aus. Menschen, die Nadeschda zu der Zeit gesehen haben, ab dem Ende der 20er Jahre erzählen, sie habe den Eindruck einer Person mit tiefer Depression gemacht. Sie war sehr schweigsam, saß eingehüllt in ihrem Schal, hat Stalin mit Entsetzen angeschaut. Es gibt sogar Beweise, dass er sie geschlagen hat. Am 8. November 1932 feiert die Staatsführung den Jahrestag der Revolution. Svetlanas Mutter mischt sich unters Volk.
Sie ist mit einer werktätigen Gruppe mitgegangen. Und als sie dann bei Stalin angekommen sind, löst sie sich aus der Gruppe. Und wer steht oben beim Vater mit? Die Kinder. Und dann wieder am Abend im Kreml die große Feier. Stalin ist sehr betrunken und schäkert mit den Damen um sich herum. Während er trinkt, sitzt sie wie immer schweigsam da. Das hat ihn wahnsinnig gereizt. Er fängt an, sie mit Apfelsinenschalen oder Brot zu bewerfen. Ruft: "Hey, trink!" Dabei trifft er sie ins Auge. Sie sagt nur: "Ich bin für dich keine Hey." Dann folgt ein schneller und sehr beleidigender Streit. Es ist das letzte Mal, dass Nadeschda lebend gesehen wird. Morgens brachte das Zimmermädchen ihr Frühstück und sah sie am Boden liegen mit einem Schuss in die Schläfe. Danach passierten sehr seltsame Dinge. Einige Zeugen berichten, dass Stalin lange nicht aus seinem Zimmer kam. Sie hatten getrennte Schlafzimmer. Er kam erst um 10 Uhr heraus, was ziemlich eigenartig ist. Es war laut, der Notarzt wurde gerufen, Menschen kamen angelaufen. Und er? Erst um 10 Uhr kam er raus und hat dauernd wiederholt, er habe nicht zu Hause übernachtet. Nadeschda wird im Kreml aufgebahrt. Ein Blinddarmdurchbruch lässt Stalin offiziell verbreiten. Die Ärzte haben sich geweigert, den Autopsiebericht zu unterschreiben, dass sie an Blinddarm gestorben sei. Später wurden diese Ärzte verhaftet und erschossen. Am Grab Nadeschdas zeigt Josef Stalin sein wahres Gesicht. Er sprach schreckliche Worte an ihrem Sarg. Er wollte ihn schubsen und sagte, sie ging wie ein Feind. Svetlana, wird man erzählen, ihre Mutter sei an einer Blinddarmoperation gestorben. Was Stalin in jener Nacht gemacht hat, wird nie geklärt. Vor ihrem Tod hatte er ein normales Familienleben. Nadeschdas Tod hat Stalin noch härter und grausamer gemacht. Svetlana und Vasili bleiben als Halbwaisen zurück. Außerdem Jakov aus Stalins erster Ehe. Seine Mutter war an Fleckfieber gestorben. Von nun an wird Josef Stalin nur noch mit der Macht verheiratet sein. Stalin hat oft Gesellschaftsabende veranstaltet. Manchmal saßen sie dort bis 3 oder 4 Uhr morgens, das war bekannt. Er hat oft und viele eingeladen, aber der enge Kreis hat sich immer getroffen, fast jeden Tag. Und alle hatten Angst. Stepan Mikojan kennt Stalins Kinder seit ihrer gemeinsamen Kindheit im Kreml. Später macht er Karriere bei der sowjetischen Luftwaffe, zusammen mit Vasili. Mein Vater war in der Regierung. Viele Jahre Mitglied des Politbüros und erster Stellvertreter im Ministerrat. Einmal hat er erzählt, man weiß nie, wohin es von Stalin geht. Nach Haus oder ins Gefängnis. Angst und Unsicherheit prägen das Leben im Kreml. Mitte der 30er Jahre beginnen Stalins große Säuberungen, vor denen auch der innerste Kreis der Macht nicht geschützt ist. Svetlana und Vasili erleben das hautnah. Stalin verbringt die meiste Zeit in seiner Datscha vor den Toren Moskaus. Wochenlang hält er nur per Brief Kontakt zu seiner Tochter. Der Ton ist liebevoll. Die Tochter habe den Vater wohl vergessen. Er wünscht sich weitere Befehle.
erkundigt sich nach ihrer Gesundheit. Du beleidigst deinen Vater. Küss dich und warte auf deinen Brief. Papa. Stalin kam zu uns, um Maxim Gorki zu besuchen, meinen Großvater. Da brachte er Svetlana mit. Er wollte, dass sie uns kennenlernt und mehr mit Kindern zusammen ist. Da, wo sie wohnte, war sie praktisch allein. Sie hatte nur ihr Kindermädchen, das schon alt war, und die Wachmänner. Da war keiner, mit dem sie reden konnte. Die Enkelin des Literaten Maxim Gorki und Stalins Tochter werden beste Freundinnen. Marfa Peschkova ist die wohl einzig noch lebende Zeitzeugin, die Josef Stalin im privaten Umfeld als liebevollen Vater erlebt hat. Als sie klein war, liebte er sie abgöttisch. Er liebte es, wie man es mit kleinen Kindern so macht, sie zu umarmen, zu kitzeln und zum Lachen zu bringen. Er hat sie wirklich sehr geliebt, nannte sie Spätzchen. Zum ersten Mal hat die Kreml-Prinzessin eine gleichaltrige Freundin. Ich erinnere mich gut. Als sie kam, hatte sie eine weiße Mütze an. Sie stellte sich vor den Spiegel, um die Mütze abzusetzen. Zum Vorschein kam eine rote Lockenpracht mit einer ganz besonderen goldrötlichen Farbe. Wunderschön. Solche Haare hatte ich nie zuvor gesehen. Svetlana und Marfa sind in der gleichen Schulklasse. Die Wochenenden verbringen sie oft gemeinsam auf Stalins Datscha. Marfa fürchtet die gemeinsamen Abendessen mit Josef Stalin. Einmal war seine erste Frage an mich: Hüpfen viele Jungs um dich herum? Das hat mich verwirrt. Ich war doch noch eine Schülerin. Svetlana sagte nur: Nicht schon wieder, Papa. Doch dann schaut er mich richtig böse an und fragt: Und wie geht es eurer Alten? Ich konnte gar nicht verstehen, wen er meint. Welche Alte? Und wie kam er dazu, jemanden eine Alte zu nennen? Da flüstert mir Svetlana zu: Er redet von deiner Großmutter. Marfa hat eine sehr enge Beziehung zu Stalins Tochter. Sie erlebt, wie Svetlana als junges Mädchen die Wahrheit über den Tod ihrer Mutter erfährt. Sie zeigte mir eine Zeitschrift in englischer Sprache und sagte: Schau dir mal das Bild an. Ich schaute genau hin und sah eine Frau im Sarg liegen. Sie meinte nur: Das ist meine Mutter. Svetlana hatte da schon Englisch gelernt. Es gab auch einen Artikel, den hat sie mir vorgelesen. In dem stand, sie habe Selbstmord begangen. Svetlana war erzählt worden, sie sei an einem Blinddarmdurchbruch gestorben, an einem Operationsfehler. Sprechen wird Svetlana mit ihrem Vater über diese Lüge nie. Auch ihr Bruder Vasili leidet unter diesem Verlust. Ihm fehlt darüber hinaus die Aufmerksamkeit des Vaters. Er war sehr begabt, überhaupt nicht dumm, äußerst energisch. Allerdings verzogen. In guten Händen wäre mehr aus ihm geworden. Eine Mutter hatte er seit der Kindheit nicht, nur einen Geheimdienstler. Das ist kein Ersatz. Er hat seinen Vater sehr gefürchtet. Svetlana hat mir erzählt, wenn der ihn gerufen hat, hat er am ganzen Körper gezittert. Solche Angst hatte er. Der treusorgende, aufopfernde Vater auch des russischen Volkes. Dieses Bild zeichnet die Propaganda von Josef Stalin. Das neue Moskau, alles sein Verdienst. An den Schulen wird die Überlegenheit des Sozialismus gelehrt.
Für mich war Stalin kein Familienmensch. Er war wie ein Gott. In Mathematik mussten wir zum Beispiel die Tage zwischen Lenins und Stalins Geburt errechnen. Und so ein Zeug. Die Tochter des amerikanischen Diplomaten George Kennan besucht eine normale Moskauer Schule. Sie nimmt teil am Alltag in der Sowjetunion. Wir sind einmal in ein Restaurant zum Tanzen gegangen. Ein russischer Offizier hat mich aufgefordert. Als einer unserer Männer ihm sagte, ich sei die Tochter des amerikanischen Botschafters, ist er erstarrt. Man konnte es sehen, er hatte panische Angst. Stalins Terror erreicht 1937 mit Säuberungen im ganzen Land einen Höhepunkt. Millionen Menschen werden verbannt oder ermordet. Stalins Grausamkeit kann jeden treffen, auch den engsten Kreis. Auf dem Höhepunkt der Säuberungen war es auch für meinen Vater extrem gefährlich. Einmal wurde er in den Kreml gerufen. Stalin fixiert ihn und sagt, dein Name ist nicht Chruschtschow. Mein Vater war extrem nervös. Genosse Stalin, du kannst jeden in meinem Dorf fragen. Ich bin wirklich Chruschtschow. Stalin fixiert ihn weiter und sagt dann, naja, mein Geheimdienstchef Jeschow war wohl betrunken. Jeder ist für den Diktator ein potenzieller Spion und Verräter. Es sollte immer wieder selbst ehemalige Kameraden treffen. Polina, die Ehefrau seines engsten Vertrauten Molotow, wird in den Gulag verbannt. Er war vollkommen erbarmungslos. Absolut. Das muss man sich mal vorstellen. Man gab ihm eine Liste mit verhafteten Ehefrauen und er schreibt vor den Augen aller anderen: Erschießen. Ohne jeden Prozess. Erschießen. Ab 1941 befindet sich die Sowjetunion im Krieg gegen Nazi-Deutschland. Stalins erstgeborener Sohn Jakow wird schon kurz nach Kriegsbeginn von den Deutschen gefangen genommen. Nach Stalingrad bieten die braunen Machthaber an, Jakow gegen Feldmarschall Paulus auszutauschen. Stalin erwidert, ich tausche einen Soldaten nicht gegen einen Marschall. Svetlanas Bruder begeht Selbstmord im Konzentrationslager. Jakow stürzt sich in einen Elektrozaun. Er war in einer sehr schwierigen Lage. Wenn er zurückgekommen wäre, hätte er von seinem Vater nichts Gutes erfahren. Es war ausweglos. Nacht für Nacht wird in Moskau verhaftet. Svetlanas Tanten und Cousinen werden von der Sicherheitspolizei abgeholt. Stalin treibt den Bruder ihrer Mutter in den Tod. Svetlana kann das nicht mehr übersehen. Und da hört sie ein Telefonat von ihrem Vater, in dem er sagt, wir tarnen das als Unfall. Sie hat gesagt, das Schlimmste an meinem Vater war, dass er noch nicht einmal vor der eigenen Familie Halt gemacht hat. Stalins ältester Enkel und Svetlanas Neffe ist der russische Theaterregisseur Alexander Burdonsky. 1941 wird er als Sohn Wassilis geboren. Zwei Jahre später kommt seine Schwester Nadeschda hinzu. Nie werden die beiden ihren Großvater im familiären Rahmen erleben. Wir wurden sehr streng erzogen. Und mir kam es gar nicht in den Sinn, dass Stalin in irgendeiner Beziehung zu mir stehen könnte. Wassili und Svetlana bei einer Reise auf die Krim. Je älter sie werden, desto weniger Umgang haben sie mit ihrem Vater. Mein Vater konnte nicht einfach so zu Stalin kommen. Zuerst musste man anrufen. Das ging dann über mehrere Mitarbeiter, ob er Stalin überhaupt direkt anrufen darf. Auch deshalb glaube ich, dass Svetlana es immer gefühlt hat. Und wir sowieso. Dieses Gefühl der Angst. Wassili macht Karriere bei der Luftwaffe.
Er bringt es bis zum General. Dies ist einer der ganz seltenen öffentlichen Auftritte von Stalins Kindern. Die Aufmerksamkeit scheint Svetlana fast unangenehm zu sein. Svetlana hat ihre Stellung nicht besonders ausgenutzt. Wassili viel mehr. Beide fürchteten immer, wenn sie Fehler machten, dass der Vater davon erfährt und sie Ärger bekommen. Sie hatten Angst. Wassili ist längst für seine Alkoholexzesse bekannt. Seine Karriere als Flieger verdankt er der absoluten Macht seines Vaters. Er war furchtbar, denn er kannte keine Grenzen. Wenn ich etwas falsch machte, meinte meine Mutter, jetzt bist du wie Stalins Sohn Wassili. Und ich wollte nicht wie Wassili Stalin sein. Svetlana dagegen will Literatur studieren. Doch Josef Stalin zwingt sie zu einem Geschichtsstudium. Sie war doch erwachsen. Aber es begann mit ihren ersten Männergeschichten. Da war der Vater eifersüchtig. Oft mochte er auch ihre Partner nicht. Svetlana wünscht sich Normalität. Einen Freundeskreis, der mit den Intrigen der Macht nichts zu tun hat. Ihre erste große Liebe ist ein 20 Jahre älterer jüdischer Filmemacher, Alexei Kaplan. Für sie war es so abwechslungsreich mit ihm. Stellen Sie sich vor, in ihrer Umgebung hatte sie niemanden, von dem sie irgendetwas lernen konnte. Und plötzlich kommt einer, der ist voller spannender Geschichten. Svetlana ist verliebt. Sie fährt zu ihrem Vater in die Datscha. Doch die Reaktion ihres Vaters schockt Svetlana. Stalin wusste bereits, dass sie sich mehrere Male mit Kapler getroffen hatte. Sie waren eigentlich nur zusammen spazieren, gar nicht groß am Abend ausgegangen. Ganz unschuldig. Als sie ihm das glücklich erzählt, schreit er sie nur an. Konntest du keinen Russen finden? Josef Stalin lässt den Liebhaber seiner Tochter verhaften und für 10 Jahre in den Gulag verbannen. Svetlana ist nicht einzuschüchtern. Ein Jahr später hat sie sich wieder verliebt. In den Juden Grigori Morozov. Das war für mich natürlich eine Trotzreaktion, diese erste Heirat. Denn sie wusste doch, wie der Vater jüdischen Männern gegenüber eingestellt war oder Juden eingestellt war. Svetlanas Ehe scheitert. Doch in dieser kurzen Zeit wird sie zum ersten Mal Mutter, mit 19 Jahren. Als sie mit ihrem ersten Sohn, den sie auch Josef genannt hat, den Vater besucht, kam der nicht mal raus, um sich seinen Enkelsohn anzusehen. Wie soll sie so einen Vater lieben? Nach der Trennung verliert Svetlanas Mann seinen Job. Ihr Schwiegervater wird verhaftet. Jetzt versucht Josef Stalin, einen Ehemann für Svetlana zu finden, der ihm genehm ist. Stepan Mikojan ist einer der Wunschkandidaten. Ja, es gab so einen Moment, als sie sich auf seinen Wunsch von ihrem ersten Ehemann getrennt hat. Er war Jude, deswegen. Stalin hat sich verschiedene Kandidaten angeschaut. Ich war aber damals schon verheiratet. Das wusste er wohl nicht. Ich habe mit meinem Vater darüber geredet. Er sagte, das wäre furchtbar gewesen. Mit Stalin eine Verbindung einzugehen, wäre eine Katastrophe gewesen.
Die zweite Ehe Svetlanas mit Juri Stjernow, Sohn eines Politbüromitglieds, scheitert ebenso schnell. Es bleibt ihr eine Tochter. Mit ihrem Sohn Josef und ihrer Tochter Jekaterina lebt Svetlana in einer von Stalin bereitgestellten Wohnung. Ihren Großvater kennen die Kinder kaum. Josef Stalin stirbt am 5. März 1953 an einem Gehirnschlag. Svetlana wird als einzige Familienangehörige ans Sterbebett gerufen. Landesweit wird die Beerdigung zum Staatsakt. Das russische Volk versinkt in Trauer um Väterchen Stalin. In dieser Zeit besucht Stalins ältester Enkel eine Kadettenschule. Sie haben mich mit dem Flugzeug gebracht. Mich haben die Menschenmassen erschreckt, durch die wir gefahren sind. Später in dem Säulensaal haben alle laut geschluchzt. Das war unheimlich. In Massen strömen die Menschen an Stalins Sarg. Es gab für uns einen Sondereingang, weil die Schlange so lang war. Wir mussten nicht anstehen. Jeden Tag waren wir mit Svetlana da. Meine Frau und ich haben sie begleitet. Die Trauerfeier hat 3 Tage gedauert. Ich habe mich später mit meinem Vater zum Mittagessen getroffen und ihm das erzählt. Er meinte nur, das hat sich nicht gelohnt. Für mich war das der Zeitpunkt, über Stalin nachzudenken. Trotz ihrer schwierigen Beziehung. Svetlana trauert aufrichtig um ihren Vater. Sie sagt, ich weiß, dass ich nicht immer eine gute Tochter war. Und mein Vater war nicht immer ein guter Vater. Aber mein Vater hat mich geliebt und ich habe ihn geliebt. Und ich denke, im Sterben wird alles andere ausgeblendet. Josef Stalin wird zu Grabe getragen. 1953 ist die Welt geprägt vom Kalten Krieg. Doch Svetlana träumt von einem Leben jenseits des Eisernen Vorhangs. Wir standen damals auf einem Balkon und redeten über irgendetwas. Und auf einmal sahen wir eine Gruppe von Menschen. Als sie näher kamen, haben wir gehört, dass sie Englisch sprachen. Da sagte Svetlana plötzlich: Dort will ich gerne leben. Bald nach Stalins Tod nimmt seine Tochter den Nachnamen ihrer Mutter an. Sie nennt sich jetzt Svetlana Aleluyeva. Als der Bericht von Chruschtschow gegen Stalin herauskam, nach dem 20. Parteitag, drückte mir mein Vater ein Exemplar in die Hand. Ich habe damals gedacht, es war Absicht, damit ich es Svetlana zeigen konnte. Nikita Chruschtschow, der alte Freund von Svetlanas Mutter und spätere Nachfolger ihres Vaters, bricht mit dem Erbe des blutigen Diktators. Wir hatten doch alle geglaubt, Stalin sei wie Gott, der nur das Beste für sein Volk wollte. Ich habe ihr den Bericht gegeben und sie hat ihn hier in dieser Wohnung gelesen. Sie meinte, wisst ihr Kinder, das Schrecklichste daran ist, dass es die Wahrheit ist. Nach Stalins Tod wird Wassili degradiert und später zu 8 Jahren Kerkerhaft verurteilt. 1962 stirbt er mit nur 41 Jahren an den Folgen seiner Alkoholsucht. Er wird neben seiner Mutter beerdigt. In den späten 50er und frühen 60er Jahren lebt Svetlana mit ihren Kindern zurückgezogen in Moskau. Heimlich schreibt sie an ihren Lebenserinnerungen. Die Sowjetunion ist Stalins Tochter zum Gefängnis geworden.
Bei einem Klinikaufenthalt lernt Svetlana 1963 den Inder Brajesh Singh kennen und lieben. Um Singh kämpft sie wirklich sehr. Es hat sich herumgesprochen, die Svetlana will wieder heiraten. Aber dazu brauchte sie ja die Erlaubnis, einen Ausländer zu heiraten. Brajesh Singh ist schwer lungenkrank. Svetlana bittet um Audienz bei Ministerpräsident Alexei Kosygin. Und da geht sie zum ersten Mal dann wieder zurück in den Kreml zu Kosygin, der in dem Zimmer sitzt, in dem ihr Vater ursprünglich auch regiert hatte. Aber Kosygin macht ihr klar, einen kranken Inder müsse sie nicht heiraten. Sie solle einen gesunden Russen heiraten. Die Genehmigung wird nicht erteilt. Am 31. Oktober 1966 stirbt Singh in den Armen Svetlanas. Svetlana will seine Asche persönlich nach Indien überführen. Seit 1964 führt Leonid Brezhnev die Sowjetunion. Mit ihren Kontakten und mit List gelingt es Svetlana, Brezhnev zu überzeugen. Im Januar 1967 erlaubt er die Ausreise. Da haben alle führenden Funktionäre haben dann zustimmen müssen, dass sie für eine Woche oder zwei Wochen nach Indien darf. Svetlana ist zu diesem Zeitpunkt 40 Jahre alt. Zum ersten Mal darf sie die Sowjetunion verlassen. Kurz vor der Abreise hatten wir zu Hause eine größere Gesellschaft. Wir redeten über jemanden, der emigriert war. Und plötzlich, so etwas hatte ich von Svetlana noch nicht gehört, sagte sie, warum eigentlich nicht weggehen? Und wir alle, aber wie? Und die Heimat? Es ging hin und her. Ihre Antwort war, nimmt man denn das Gefühl nicht mit? Stalins Tochter reist nach Indien. Ihre fast erwachsenen Kinder bleiben zu Hause. Es ist der Höhepunkt des Kalten Krieges. 1967 kämpfen die Amerikaner in Vietnam gegen die sich ausbreitenden kommunistischen Regime. Die Sowjetunion rasselt mit ihren Waffen. Svetlana blüht in Indien auf. Gerne würde sie bei der Familie Singh bleiben. Doch das erlaubt die indische Regierung nicht. Nach fast zwei Monaten will sie der KGB zur Rückreise zwingen. Stalins Tochter entschließt sich zur Flucht. Sie sagte, sie wolle überlaufen. Doch stimmte das? War sie es wirklich? Das Außenministerium brauchte jemanden, um sie zu identifizieren. Sie schickten meinen Vater. Noch in der gleichen Nacht wird Svetlana in Begleitung eines CIA-Agenten ausgeflogen. In der neutralen Schweiz wird sie George Kennan treffen. Er war beeindruckt. Vor allem aber, sie war Stalins Tochter, ohne Frage. In einem Geheimtelegramm wird die sowjetische Führung unterrichtet. Auch Svetlanas Kinder erfahren von ihrer Flucht. Sie war ja gebucht auf einen bestimmten Flug. Und der Sohn wollte sie abholen. Und er fährt dann am Flughafen und durch Radiomeldungen, dass Stalins Tochter nicht zurückkehrt. Josef ist damals 21 Jahre alt, Jekaterina 17. Diese Flucht wird sie ihrer Mutter nie verzeihen. Mir war klar, sie will ein Land verlassen, das sie gehasst hat. Und ich habe allen gesagt, die lästerten, ach, 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 ihr kennt ihr Leben nicht. Ihr wisst nicht, was sie erlebt hat, wie schwer es ist, den Namen Stalin zu tragen. Der Kreml wirft seine Propagandamaschinerie an. Stalins Tochter sei verrückt, von der CIA entführt. Grausameres wird geplant. Eine Möglichkeit war, sie zu töten.
Ob es einen Befehl gab, weiß ich nicht. Sie durften sie nur töten mit Brezhnevs Einverständnis. Am 12. April 1967 landet Svetlana in New York. Ich war am Flughafen. Mit meiner Schwester Joan standen wir ganz oben. Da waren Scharfschützen. Das hatte ich noch nie gesehen. Die Flucht war eine Sensation. The woman once known as the Little Princess of the Kremlin arrives in America from Switzerland. Svetlana, the 42-year-old daughter of Soviet dictator Joseph Stalin, sought asylum here, where one can feel free. Schon vor dieser Ankunft hat Svetlana ihre Erinnerungen für eine Rekordsumme von $3 Millionen verkauft. Aus der Tochter des Roten Zaren ist eine Propagandistin für den Kapitalismus des Westens geworden. Wenn du überläufst, wird die CIA dich manipulieren. Du wirst Teil des großen Spiels. Zunächst wird Svetlana auf einer Farm George Kennans versteckt. Seine Tochter Grace betreut sie dort. Er gab mir das Gefühl, wir hätten Trotzki da. Sie könne jederzeit entführt oder ermordet werden. Das Außenministerium hat ihr Schutz angeboten, doch sie wollte nicht. Ich sehe sie noch vor mir, fast tanzend. Sie konnte sehr überschwänglich sein. Ich bin frei, ich bin frei. Ich dachte nur, ja, du bist frei und ich mache mir Sorgen. Ich hatte Angst. In einem New Yorker Luxushotel empfängt Svetlana die Weltpresse und spricht von ihrer Zukunft in den USA. Ihr gutes Englisch überrascht die Öffentlichkeit. Die Buchrechte machen Svetlana reich. Stalins Tochter gilt als Medienstar, verkündet das Glück der Freiheit. I'm dreaming about the time when two countries, two great countries, Russia and the United States, could become really friendly and people could have free contacts and travel here and there. Überall hin lädt man Svetlana jetzt ein. Eine dieser Einladungen führt sie nach Taliesin. Die Künstlerkommune liegt in der hügeligen Landschaft Wisconsins und erinnert an Georgien, die Heimat ihres Vaters. Hier sollte sie eine neue Liebe finden. Nur wenige Wochen nach ihrer Ankunft heiratet Svetlana Wesley Peters. Peters war der engste Mitarbeiter des Star-Architekten Frank Lloyd Wright. Svetlana ist 44 Jahre alt, als die gemeinsame Tochter Olga geboren wird. Ihr Glück scheint perfekt. Doch die angereisten Reporter kennen nur ein Thema: Josef Stalin. It's ironic that the granddaughter of Joseph Stalin is born in capitalistic United States. Well, I don't know. First of all, I don't see any irony about myself living in this country. I feel very much at home here. Ihr neues Eheglück währt wieder nur kurz. Svetlana fühlt sich eingeengt durch die strengen Regeln der Künstlerkommune, die für Wesley Peters das Leben ist. Sie kauft dem Sohn ihres Mannes eine Farm in der Nachbarschaft. Retten kann auch das ihre Ehe nicht. Sie hat fast immer falsche Entscheidungen getroffen. Viele Leute haben gesagt, sie solle ihr Geld nicht verschwenden, die Farm des Sohnes nicht kaufen. Aber sie hat nicht darauf gehört, hat immer gemacht, was sie wollte. Wie eine Prinzessin. Svetlana zieht nach Princeton. Dort hat sie schon vor dieser Ehe gelebt. Ihr Traum, an der Universität Literatur zu unterrichten, erfüllt sich allerdings nicht.
noch verfügt sie über Geld. Auch ein weiteres Buch über ihr erstes Jahr in den USA ist ein finanzieller Erfolg. Schließlich lebt Svetlana im Haus allein mit ihrer kleinen Tochter Olga, das amerikanische Kind, das kein Wort Russisch sprechen sollte. Sie sollte so amerikanisch werden wie Apple Pie. Noch in Moskau hat sich Svetlana taufen lassen. In Princeton findet sie Anschluss und Freunde in der anglikanischen Gemeinde. In der Öffentlichkeit taucht sie kaum noch auf. Sie fühlt sich beobachtet, ja, verfolgt. Sie hatte Angst vor Menschen. Wenn sie zu uns kam, bat sie, keine anderen Gäste einzuladen. Sie hat sogar zwei Einladungen vom Präsidenten der Vereinigten Staaten ausgeschlagen. Sie glaubte, von der CIA überwacht und manipuliert zu werden. Frieden sollte Stalins Tochter nicht finden. In einem ihrer seltenen Interviews erzählt Svetlana 1981 einem britischen Fernsehjournalisten von der Sehnsucht nach ihren Kindern, zu denen sie seit ihrer Flucht keinen Kontakt hat. I was prepared not to see them for a long time. I was not prepared to the idea that they will not be permitted even to write to me. Their well-being depends on the fact that they are cut off from me. Heimatlos und einsam sucht Svetlana mit ihrer Tochter ein Zuhause. Als sie mit einer Freundin einen russischen Film im Kino anschaut, bricht es aus Stalins Tochter heraus. Wir haben zusammen Oblomov gesehen. Eine halbe Stunde, nachdem alle das Kino verlassen hatten, heulte sie unkontrolliert. Sie sagte, das war meine Kindheit, das Land meiner Erinnerung, die Liebe meiner Mutter, Mutter Russland. (1984) neue Schlagzeilen. Svetlana kehrt mit ihrer amerikanischen Tochter Olga zurück nach Moskau. Hat ihr Sohn sie gebeten? Vom KGB und der Staatsführung angestiftet? Svetlana wird das später glauben. Sie fühlt sich ausgenutzt von den Machthabern für die Sowjetpropaganda. Einer ihrer Sätze blieb mir besonders in Erinnerung. Ich kam nach Moskau, ich hatte so eine Sehnsucht. Doch nun laufe ich durch Moskau und habe das Gefühl, dass überall Kreuze sind. Kreuze. Kreuze wie auf einem Friedhof. Sie war zu diesen Streifzügen verurteilt. Denn es war alles in ihr. Vor der eigenen inneren Welt wegzulaufen, ist nun mal unmöglich. Selbst die Sowjetherrscher rücken nach und nach von ihr ab. Nach nur einem Jahr darf sie ungehindert zurück in den Westen ausreisen. Ich weiß noch, das letzte Mal habe ich sie gesehen, da fuhr ich mit dem Auto über eine Brücke auf dem rechten Fahrstreifen. Ich wollte abbiegen und sie lief den Gehweg entlang. Sie sah mich, winkte und lächelte. Rastlos, immer auf der Suche, lebt sie in England, dann wieder in den USA. Wohl an die 40 Mal wird Svetlana umziehen. Immer kleiner werden die Häuser, immer knapper das Geld. Martha Schad trifft sie an der Endstation dieser Lebensreise. Wir haben ausgemacht, an dem und dem Tag komme ich zu ihrem Altersheim. Und Svetlana stand vor dem Altersheim und hat auf mich gewartet. Das Heim in Wisconsin nimmt Bedürftige auf. Ein letztes Mal sollen Höhen und Tiefen aus Svetlanas Leben geschildert werden. Und das, was sie mir immer wieder gesagt hat, schreiben Sie über mich und nicht über meinen Vater. Doch wie kann man über Svetlana schreiben, ohne von Stalin zu sprechen? Land of her father. I came to see your own. Yeah. Alrighty. I stop it right away. I'm sorry. I don't want to be. Okay, I stop it. I don't want quotations from Russian papers. Alrighty.
Okay. Dann habe ich die Kamera ausgestellt und sie hat sich wieder beruhigt und fing wieder an zu reden. Und mit welchem Wort fing sie an? My father. Svetlana Aliluyeva, die Prinzessin aus dem Kreml, stirbt vollkommen verarmt im November 2011. Sie hat mir erzählt, in einem Haus für Bedürftige bin ich glücklich. Ich begann ganz oben und ende ganz unten. Das ist die Balance des Lebens. Stalin hat seine Tochter Svetlana geliebt. Doch vor dem Schatten seines Lebens gab es für sie keine Flucht.